In diesem Video wollen wir uns mit Jongliermustern und den Würfen näher beschäftigen. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, ist das hier das Jongliermuster 4413. Das hier bezeichnen wir als Muster. Und das hier ist das zugehörige Jonglierdiagramm. Jonglierdiagramm. Was ich jetzt wissen möchte oder was wir uns genauer anschauen, was machen eigentlich bestimmte Würfe? Und wir unterscheiden da ein bisschen zwischen den geraden und den ungeraden Würfen. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal mit links anfangen und eine 1 werfen, wir haben eine 1 war einfach ein Beat weiter, eine 3 war 3 Beats weiter, eine 5 war 5 Beats weiter, dann seht ihr hier schon, dass ich von links nach rechts wechsle und hier auch wieder mit der 3. Da lande ich wieder bei der rechten Hand. Das heißt, wir halten mal fest, ungerade Würfe, das sind 1, 3, 5 und so weiter, ne? Landen in der anderen Hand. Das heißt, wenn ich mit links werfe, landen sie rechts. Wenn ich mit rechts werfe, landen sie in der linken Hand und werden da weiter jongliert. Wenn wir jetzt uns eine 2 oder eine, machen wir hier mal eine 2 rein. Eine 2, das hier ist eine 4, das hier ist eine 6. Gerade Würfe anschauen, dann seht ihr, gerade Würfe, das sind die hier, die kommen immer wieder in dieselbe Hand. Das heißt, gerade Würfe, also 2, 4, 6 und so weiter, landen in der gleichen Hand. Das heißt, wenn ich sie mit links werfe, bleiben sie links. Wenn ich sie mit rechts werfe, landen sie wieder in der rechten Hand und da kann ich sie weiter benutzen. So, was heißt denn das jetzt eigentlich genau? Wie sieht so ein Wurf konkret aus? Also wir haben eben gesagt, ungerade Würfe gehen in die andere Hand. Ich habe das hier mal so dargestellt mit den beiden Händen hier. Das sind eher so Teller, aber das soll eine Hand sein. Wenn ich eine 1 werfe, dann ist das ein Pass. Der geht direkt drüber in die andere Hand. Wenn ich eine 3 werfe, geht er auch in die andere Hand. Wenn ich eine 5 werfe, muss ich höher werfen, weil ich muss ja mehr Zeit überbrücken. Geht auch in die andere Hand. Eine 7 wäre noch ein höherer Wurf. Und die geraden Würfe, eine 2 ist das hier, geht in die gleiche Hand zurück. Eine 4 ist höher als die 3, aber nicht so hoch wie eine 5. Und eine 6 ist höher als die 5 und geht auch wieder in dieselbe Hand zurück. Und jetzt habe ich natürlich nur die Würfe für die linke Hand hier dargestellt, aber man kann die natürlich genauso auch für die andere Hand nehmen. Und wir gucken uns jetzt mal ein Muster an. Das heißt 6, 6, 3. Und wenn wir uns schon eine 6 angucken hier die 6, dann sehen wir, hey, das ist höher als die 4 und höher als die 2, höher als die 5. Und wir sehen, hey, die 3 ist ein Wurf, der geht in die andere Hand. Jetzt will ich nochmal rückgängig hier machen. Genau, wir benutzen also diesen Wurf und diesen Wurf nur. Und wir haben so Würfe, die kommen in die gleiche Hand. Und wir haben diesen Dreierwurf, den wir schon von der Kaskade kennen. Und das zeige ich euch jetzt mal eben. Das Ganze ist ein Fünfballtrick. Und man sieht sehr gut, dass da zwei Sechsen hochfliegen und dann unten eine kleine 3 stattfindet, die in die andere Hand gehen. Und die anderen Bälle bleiben immer in der gleichen Hand. Das ist die Besonderheit der geraden und der ungeraden Würfe.